Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Ratchet und Clank für die PS3. Ihr fragt euch jetzt sicher, was machst du hier? Warum bist du wieder hier drin? Und die Antwort ist relativ simpel. Mir fehlen hier noch zwei Goat Bolts. Wo sind sie, könnt ihr fragen? Hier ist einer. Das ist der einfache von beiden. Der ist einfach wieder mit ein bisschen Walljumping getrennt. Aber der ist noch leicht zu erreichen. Wo ist der andere? Der andere, der ist ein bisschen unangenehmer. Wenn ihr mich fragt zumindest. Ich finde den sehr unangenehm. Sehr anstrengend vor allen Dingen. Wirklich zu bekommen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wieso. Schritt 1. Das Blöde ist, ich hatte total vergessen, dass er existiert. Sonst hätte ich es früher gemacht. Schritt 1, ihr fahrt hier hoch. Ihr seht, dass der Goatboot da oben ist. Und könnt diese Wand hier einreißen. Aber da ist nicht nur eine Wand drin, da sind viele Wände drin, die ihr andersrum nicht einreißen könnt, weswegen ihr es per Visibombe von hier aus machen müsst. Das heißt, immer wieder darf ich jetzt hier durchfliegen und diese Wände einreißen, bis wir am Ende durch einen Gang kommen. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn wir es endlich fertig haben. Mann, wie ich diese Kurven hier hasse. Ugh. So, wir sind noch nicht ganz durch. Da ist noch eine Tür vor. Keine Ahnung, warum so unbedingt da noch einmal eine Tür vormachen mussten. Aber naja. Da ist halt eine, also nochmal durch. Ugh. So. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn das Ding hier so durchgeht, kommen wir ungefähr da drüben wieder raus. So in etwa da so. Also hier so durch und dann da so sind wir dann prinzipiell. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg von hier wieder nach da zurücklegen. Und das ist dieses Nervige an diesem Goat Boat. Das Gute ist natürlich, die Gegner sind jetzt... Die sind zwar noch da, aber es sind weniger und das geht ein bisschen schneller. Etc. pp. Aber es ist halt, ich finde, der nervigste Goat Boat, den es in diesem Spiel wirklich gibt. Denn er erfordert eine Menge Backtracking. Dieses Durchfliegen ist machbar, aber auch ein bisschen schwieriger. Und das alles nur für einen Goat Boat. Also das ist wirklich der schwierigste Goat Boat meiner Meinung nach in diesem Spiel. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr an dem Flammenwerfer da vorbeilaufen, wenn ihr wollt. Und weil er so schwierig ist, mag ich ihn nicht. Er dauert halt ein Weilchen und das ist, wie gesagt, prinzipiell nicht schlimm, aber ich finde es hier ein bisschen nervig. Es kommt aber auch wieder zu dem Punkt von wegen Wiederspielwert etc. pp. Dadurch, dass er so kompliziert ist, muss man das vielleicht ein paar Mal probieren. So, hier sind wir schon. Schon mal in Anführungsstrichen mal wieder. Diesen Geheimpfad. Auch hier gilt immer noch die Regel natürlich. Nicht in die Brühe fallen, weil die Brühe nicht ganz so gut ist für unseren kleinen Ratchet. Hauptsache, wir sind gleich durch. Es ist ein langer Gang und wie ihr sehen könnt, müssen wir jetzt komplette Gebiete entlang gehen. Nur, dass man da eben darauf achten sollte, dass man nicht reinfällt. Dann sind wir aber endlich wieder up to date. Nur die beiden konnte ich jetzt nicht einfach fallen lassen, weil ihr genau gesehen habt. Oder sehen konntet. Nee, Quatsch, weil ihr es noch nicht genau gesehen habt. So rum. Ihr habt zwar gesehen, dass da oben ein Goat Boat lag, aber wie man da drankommt, ist dann mal wieder eine ganz andere Liga. So. Nachdem wir das jetzt hinter uns haben, zum Glück wohlgemerkt, wenn man mich fragt zumindest, können wir jetzt weiterspielen. Wir können jetzt in die Roboterfabrik auf Quartu, auf der wir die Ultramechs erforschen sollen.
Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich den Clip gesehen habe, ich habe nicht verstanden, warum sie so interessiert an diesen Ultramech sein sollten. Ich meine, ja, wow, Roboter, wibu, wup, wup, didu. Ja und nein. Denn die Roboter sind eigentlich ziemlich groß. Zumindest von dem, was ich da gesehen habe. Also wenn wir hier jetzt hochgehen, können wir hier hineinspringen und schon mal diese Türen öffnen. Das sind halt so ähnlich wie die Druckplatten, nur mit Durchschwimmen halt. Nichts Besonderes, aber ganz lustig. Und jetzt starten wir ein Rennen gegen die Zeit. Eine Minute haben wir hierfür, für den gesamten Gang. Das ist nicht viel, ist aber auch wirklich nicht wenig. Es reicht auf jeden Fall, um da komplett durchzukommen. So, an dem vorbei. Auch hier dran sehr grazil vorbei. Ich glaube, es gab hier keinen Stilpunkt dafür. Es gibt aber ein anderes Gebiet, ähnlich aufgebaut wie das hier, in dem man ohne Schaden vorbeikommen muss. Das ist schon mal eine ganz gute Übung dafür. Vor allen Dingen musst du ja einschätzen, wie weit die Viecher kommen, etc. pp. Wenn wir das geschafft haben, bekommen wir dieses nette Accessoire hier. Den Boatgreifer. Das ist ein sehr schönes Gerät, denn damit werden Boats angezogen. Das heißt, ich brauche nicht mehr direkt daneben stehen, sondern sie kommen jetzt mehr oder minder zu mir. Das ist wirklich hilfreich. So, da können wir noch nicht rein. Ihr erinnert euch aber an dieses Gebiet. Das ist das Gebiet, in dem wir Clank zum ersten Mal gesehen haben. In der Intro-Cutscene. Ja, hier sind wir wieder. An seinem Ursprungsort, so gesehen. Ich werde mal die Gegner so ein bisschen links liegen lassen. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Vielleicht ein bisschen unnötig, aber trotzdem. Ich spare jetzt einfach ein bisschen Zeit damit, indem ich an denen vorbei renne. Hahaha. Durch diese linke Tür kommen wir momentan auch noch nicht, aber in sehr naher Zukunft funktioniert das schon. Aber hier haben wir einen netten Kerl. War das unendlich hoch Pi oder... Hey, brauchen Sie bei der Reparatur Hilfe? Eigentlich will ich das Ding zerstören. Warum? Ich sollte meine Vergrößerungsmaschine so umbauen, dass sie riesige, schwer bewaffnete Roboter baut. Oh, da kam dieser Roboter also her. Ja, genau. Hätte ich gewusst, dass Trap dahinter steckt, hätte ich's niemals getan. Können wir denn irgendwas tun? Tja, wenn du dich freiwillig vergrößern lässt, kannst du die Roboter vielleicht aufhalten, bis ich das Gerät zerstört habe. Und dann machen sie mich wieder normal groß? Hab ich noch nie gemacht, aber theoretisch ja. Theoretisch klingt gut genug. Oh yeah. Clank is in the house. Also das ist schon mal wirklich was ganz anderes. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, weil man bei kleinen Gegnern nur drüber laufen muss, das finde ich sehr gut. Ist deine Energieanzeige voll, löst du durch Drücken der Dreiecktaste einen Ja, das ist der atomare Energieschlag, von dem sie gerade geredet hat. Das sind die Ultramechs. Unser Ziel ist jetzt prinzipiell wirklich nur die Ultramechs auszuschalten. Nebst natürlich den Helikoptertypen. Weil die ein bisschen nerven können. Und da die Energie sich relativ schnell wiederholt, wieder erholt, sollte ich vielleicht eher sagen, kann man das ein paar Mal öfter machen. Wenn man denn möchte. Prinzipiell gesehen kann man das auch machen, ohne die Energieschläge zu benutzen. Das ist prinzipiell völlig egal. Aber es erledigt Gegner mit dem Umkreis. Also ist es ganz praktisch. Wenn es um die Zerstörung von den Gegnern geht, zumindest. Was hat schon? Gibt es keine Kampfroboter mehr? Noch die? Meine Güte. Gut gemacht! Jetzt steig in die Maschine. Mal schauen, was passiert. Schön, dass du wieder, da bist.
Ich habe die Maschine auf dein spezifisches Schaltkreismuster programmiert. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Vielleicht hilft euch das. Neu, neu, neu! Gadgetron, der Qualitätswaffen- und Gerätehersteller, präsentiert das Holo-Kostüm. Mit dem Holo-Kostüm machen sie Robotern vor, dass sie selber einer sind. Messen sie sich mit anderen Robotern. Arbeiten sie an Roboter-Fließbändern. Besuchen sie Roboter-Partys. Das Holo-Kostüm, verfügbar nur im Gadgetron-Hauptquartier und nur vorübergehend. Nicht für gesetzeswidrige Zwecke verwenden, nur in bestimmten Gebieten tragen. Sie werden nicht wirklich ein Roboter. Ja. Das ist aber schade. Cool, wenn ich das denn kriege, dann komme ich an diesen Wachrobotern vorbei. Roboter täuscht man nicht so leicht. Ah, was ist das? Was? Ach ja. Und damit verlasse ich euch für heute, Leute. Beim nächsten Mal untersuchen wir Kalebo, den drittletzten Planeten des Spiels. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss.